Ja, moin moin, wir sind immer noch auf den Gola Plesevica, auf der Radarstation und schlendern mal ein bisschen übers Außengelände. Hier unten in der Vertiefung komme ich gerade aus dem Hotel California und dann schwenken wir nach rechts, gehen aufs Antennenfeld. Ja, hier haben wir nochmal den wunderschönen Blick. Ich meine 1650 Meter ungefähr über dem Meeresspiegel. Und genau hier über diese Anlage verläuft die bosnisch-kroatische Grenze. Also wie gesagt, im ersten Teil oder zweiten Teil, ich glaube im ersten, hatte ich ja auch schon gesagt, dass man illegale Grenzübertritte dort mehrere macht. Genau, fangen an. Am Antennenfeld, wie gesagt. Hier sehen wir Richtantennen. In der schon bekannten Form, also wieder mit Glasfaserdeckel, Glasfaserkunststoffdeckel und genau, kleinen geschützten Bereich. Und von dort gingen die Verbindungen halt zu den anderen Richtfunkstationen oder Verteilern. Und aufgrund der Ausrichtung der Antennen könnte man theoretisch schon sagen, wo die nächsten Stationen sind. Reste von den Antennen habe ich nicht gefunden, bis auf eine Ausnahme. Das kommt noch in einem späteren Video auf dem Promina oder auf der Anlage Promina. Da war noch so ein Gehäuse von so einer Richtantenne drin. Ja. Genau, machen wir uns weiter auf dem Weg Richtung Gipfel. Von dort aus sehen wir im Hintergrund schon die zivile Funkstation. Da war auch reger Betrieb, also da stand ein LKW vor, wahrscheinlich ein Tanker. Und diverse Autos. Aber was das nun genau war, das konnte ich aus der Ferne nicht sehen. Wahrscheinlich Wartungstrupps etc. Stehen Autos an der Funkstation. Entweder sind das Autos oder irgendwas, was so aussieht wie ein Auto. Keine Ahnung. Könnte Polizei sein, die hier illegale Einwanderer versucht aufzuhalten. Also die Zajava Airbase von Bosnien-Herzegowina aus, ist ein beliebter Schleusepunkt für Flüchtlinge, und von der Airbase Eingangstunnel liegt auf der bosnischen Seite, genau, und den Tunnel nutzen halt die illegalen Einwanderer gerne, um über die EU-Außengrenze zu kommen. Deswegen ist hier die Polizeipräsenz ziemlich hoch. Und deswegen auch an der Straße hier hoch zur Gola-Höhe auch die Polizeistationen unterwegs. Ja, hier muss ich die Wortwahl ein bisschen korrigieren. Ich denke mal, kein Flüchtling flüchtet gerne. Und genau, durch Kroatien oder die bosnisch-kroatische Grenze zu überschreiten, ist nicht ganz ungefährlich. Wie gesagt, die Minenproblematik ist da.
Und die Leute werden meistens auch auf der kroatischen Seite nicht so freundlich empfangen. Da gab es in den letzten Wochen in den Medien öfter mal Berichte, wo doch recht brutal vorgegangen ist. Hier unten sehen wir gleich den Lika Kappa. Also wer sich wundert, auf welchen Felsen die Leute stehen, wenn die auf der Gola-Höhe fotografiert werden und die Fotos ins Internet stellen, das ist der Felsen dazu. Ah, da unten das berühmte Foto. Hatte ich jetzt aber nicht unbedingt den Antrieb, noch runter zu klettern und mich auf den Felsen zu stellen. Erstmal war es tierisch steil und ja, wie gesagt, Minensituation und muss nicht sein. Nicht wirklich. Hier Hotel California. Weiter geht's Richtung Eingangstunnel. Hier sind wir in dem Video auch in die Anlage eingestiegen. Das ist der Eingang von der kroatischen Seite aus. Genau, da unter Hotel California.
Die nächste Station sind die drei Radare. Also da sind nur noch die Betonsockel vorhanden. Wir gehen auf das Hauptradar einmal rauf. Da blende ich gleich nochmal Bilder zu ein, wie das früher ausgesehen hat. Da waren halt diese prägnanten Kuppeln drauf, genau, die als Wetterschutzhaube dienten. Die Reste von dem meteorologischen Radar, die müssen hier rechts gestanden haben. Obwohl, ich sehe das ja jetzt erst im Video. Könnte das meteorologische Radar sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es nicht direkt hinter dem Hauptradar, sondern seitlich versetzt. Das könnte sogar. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Egal, höchstwahrscheinlich ist es das. Ja, genau, von da haben wir einen wunderbaren Blick nochmal auf die beiden Länder. Das war's dann auch im Großen und Ganzen mit dem Außengelände. Ich blende gleich nochmal ein paar Bilder ein, die während der Zeit, wo die Kanadier dort stationiert waren, entstanden sind. Und ja, da sieht man halt noch die Radarkuppeln. Ein paar ältere Bilder sind auch dabei, wo die jugoslawische Armee das Ganze noch geführt hat. Genau, das zum Abschluss. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil. Voraussichtlich wird das, genau, einmal kommt ja das ganze Uncut-Zeug von der Gola-Höhe. Ja, ist aber wirklich halt nur für Interessierte, weil das ist nicht bearbeitet, gar nichts. Einfach nur hintereinander wegkopiert, dass die Auto, also die Auffahrt auch noch mit bei, also alles, was ich von der Auffahrt noch gefilmt habe. So eine kleine Art Dashcam vorne drin gehabt, wenn das interessiert. Und genau alles, was ich hier so rausgeschnippelt habe in den letzten beiden Folgen von der Gola-Höhe, ist da vorhanden. Und genau, ich denke, das nächste wird ein kleines Video. Das geht um eine Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist so ein kleiner, ja, das ist ein U-Boot-Bunker, ich weiß es gar nicht genau. Muss ich noch ein bisschen recherchieren vorher. Auf jeden Fall in Sibenik, halt auch in Kroatien. Und genau, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video, übernächsten Video und so weiter. Bis dann, ciao.
Thank you.